Wir haben das erste Mal die Veranstaltung IFAM Forum. Mir persönlich ist es eine große Freude, dass ich wieder mal vor Aufsichtsräten, vor Betriebsräten in Aufsichtsräten sprechen darf. IFAM Forum soll einmal jährlich stattfinden und soll Betriebsrätinnen und Betriebsräte in Aufsichtsräten vernetzen. Der Vorteil des Betriebsrates im Aufsichtsrat, den sehe ich darin, der Betriebsrat kann im Prinzip jede Stabsstelle, jede Stelle ansprechen, sich Informationen holen. Der Kapitalvertreter hat diese Möglichkeit nicht. Der kann nicht zu einer Stabsstelle gehen und sagen, wie schaut das wirklich aus. Ich sehr wohl. Setzt allerdings voraus, ich muss mit den Leuten im Unternehmen vernetzt sein, gute Kontakte pflegen, mache ich nicht von heute auf morgen. Das ist auch im Prinzip ein längerer Prozess, den das voraussetzt, um diese Kontakte in der Art leben zu können. Ein Aufsichtsrat muss immer in Spannungsverhältnissen arbeiten und muss damit umgehen können, nicht indem er es unter den Teppich kehrt, sondern indem er sich dessen bewusst ist und natürlich auch unter Umständen gegenüber Dritten offenlegen muss und sagt, da bin ich jetzt nicht mehr wirklich frei in meiner Entscheidung. Ganz wesentlich ist vom Vorstand zunächst einmal zu verlangen, dass die entsprechende Informationsbasis geschaffen wird. Der Aufsichtsrat und damit natürlich auch der Betriebsratsvertreter im Aufsichtsrat hat ein Recht darauf, dass ihm der Vorstand die Informationen aufbereitet, die er braucht, um Beurteilungen zu treffen, um Entscheidungen zu treffen. Ich empfehle den Betriebsräten besonders einzufordern, den Management Letter. In diesem Brief wird festgehalten, ob es Unzulänglichkeiten, Schwachstellen im Rechnungswesen und in anderen Unternehmensbereichen gibt. Darüber hinaus halte ich es für sehr, sehr wichtig, dass bei wichtigen Entscheidungen die Betriebsräte sich vorweg Informationen beim Vorstand und bei leitenden Mitarbeitern einholen, damit sie dann in der Diskussion im Aufsichtsrat rasch qualifizierte Fragen stellen können, weil im Aufsichtsrat selbst meistens ein sehr eng vorgegebener Zeitplan ist. Nachdem wir uns schon vor einigen Jahren entschlossen haben, dieses Buch zu schreiben und dieses Buch jetzt in einer zweiten Auflage erschienen ist, bekommen wir die Rückmeldung, dass das Buch sehr wertvoll ist, weil es einerseits betriebswirtschaftliches Know-how und ausgewogen auch juristisches Know-how liefert. Also wir haben hier versucht, mit einem Team aus Betriebswirten und Juristen recht ausgewogen beide Anforderungen, die an Aufsichtsräte gestellt werden, abzudecken. Wir haben hier eigene Kapitel, zum Beispiel Aufsichtsrat und Unternehmenskrise oder Aufsichtsrat Mitwirkung bei Umstrukturierungen, dann zum Corporate Governance Codex, dann ein eigenes Kapitel Praxistipps für den Aufsichtsrat. Das ist praktisch zu 100% Praxiserfahrung von Betriebsrätinnen, von Betriebsräten, die teilweise mehr als ein Jahrzehnt in Aufsichtsräten gesessen sind, die uns aus ihren Firmen der unterschiedlichsten Branchen sehr, sehr wertvolle Hinweise gegeben haben, wie sie mit einem besonders präpotenten Management umgehen, wie sie mit Geheimhaltungsvorschriften umgehen, wie sie in Krisensituationen verfahren und so weiter. Die wesentlichen Neuerungen in den letzten Jahren, ich möchte drei Punkte erwähnen. Der genossenschaftliche Aufsichtsrat wurde dahingehend aufgewertet, dass nunmehr die Regelungen gelten wie für den Aufsichtsrat der GmbH. Das heißt, es gibt zustimmungspflichtige Geschäfte im genossenschaftlichen Aufsichtsrat und die Arbeitnehmervertreter haben die Möglichkeit, jederzeit einen Bericht des Vorstands zu allen Angelegenheiten der Gesellschaft zu verlangen. Der zweite Punkt ist neue Regelungen bei der Hauptversammlung. Hier wurden die Minderheitsrechte gestärkt, einerseits mehr Informationen für die Minderheitsaktionäre und auch eine neue Regelung bei der Kostentragung. Und der dritte Punkt ist die Aufwertung des Bilanzausschusses in Richtung eines Prüfungsausschusses.
Unter anderem wurde der Prüfungsausschuss dahingehend ausgeweitet, dass neben Prüfung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses nunmehr auch das gesamte Rechnungswesen zu kontrollieren ist. Darüber hinaus auch die interne Revision und das Risikomanagement ebenfalls Gegenstand des Prüfungsausschusses ist. Wie kann es sein, dass, wie wir in den letzten Jahren öfters gehört haben, dass Unternehmen in Konkurs gehen mit einem positiven Testat eines Prüfers? Wie kann es sein, dass Bilanzen manipuliert werden? Und auch hier ist das Testat der Wirtschaftsprüfer positiv. Nicht zuletzt hat sich auch die Europäische Kommission in ihrem Grünbuch im November damit befasst und wir erwarten, dass es heuer erstmals Vorschläge gibt, wie man dieses Problem bewältigen kann. Was kann ein Aufsichtsrat wirklich da tun? Wichtig ist, die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers gut ins Visier zu nehmen. Das heißt, zu schauen, ob neben dem Prüfungsauftrag auch Beratungsaufträge laufen. Zu schauen, wie hoch ist der Anteil seines Umsatzes, den er bei dem geprüften Unternehmen macht, im Verhältnis zum gesamten Umsatz. Wichtig ist es auch darauf zu achten, dass den Auftrag an den Wirtschaftsprüfer der Aufsichtsrat erteilt und nicht der Geprüfte, das heißt der Vorstand selbst.